Herzlich willkommen zum Vormond in den Zwillingen, der am 12.12.2019 hier ganz am Ende der zweiten Dekade Zwillinge stattfindet. Liebe Leute, ich bin dieses Mal ziemlich spät dran mit meinem Vollmond-Video und ich denke mal, vielen von euch geht es ähnlich wie mir. In diesen Wochen können wir sehr viel zu tun haben. Wir wissen vielleicht manchmal gar nicht, was wir hier als erstes machen sollen. Von daher ist es nun von größter Wichtigkeit, dass wir unsere Prioritäten hier im Auge behalten und dass wir die Dinge hier nacheinander angehen, damit wir uns hier nicht verzetteln, damit wir uns hier nicht übernehmen, damit wir uns hier nicht verausgaben und vielleicht ein großes Durcheinander anrichten. Der Vollmond in den Zwillingen ist außergewöhnlich komplex aufgestellt. Die Sonne befindet sich im Schützen, der Mond befindet sich in dem gegenüberliegenden Zwilling. Sonne und Mond bilden jeweils einen Spannungsaspekt zu Neptun in den Fischen. Der Mond in den Zwillingen bildet einen weiteren Spannungsaspekt, einen Quinkungs-, einen sogenannten Sehnsuchtsaspekt zu Venus, Saturn und Pluto im Steinbock. Dieser Vollmond ist schon mal eine sehr gute Vorbereitung auf die sehr wichtige Sonnenfinsternis, die zu Weihnachten im Steinbock stattfindet. Jupiter, der Herrscher des Schützen, befindet sich nun auch im Steinbock. Wir haben also eine außergewöhnlich starke Steinbock-Betonung. Und die Spannung, die sich hier zwischen dem Mond in den Zwillingen und dieser starken Steinbock-Konstellation ergibt, möchte uns halt darauf hinweisen, dass hier ein Zwiespalt besteht zwischen einerseits den aktuellen Bedürfnissen, um die es mit dem Mond in den Zwillingen geht, und auf der anderen Seite dem, was wir langfristig anstreben und was uns langfristig dienlich ist. Und auf der anderen Seite auch dem, was das, was wir jetzt aktuell tun, für langfristige Konsequenzen haben kann. Weder ist es sinnvoll, wenn wir uns hier zu sehr in die Steinbock-Energie begeben und uns damit alles das, was wir jetzt wollen, was unser Herz momentan begehrt, halt versagen und hier nur extrem ergebnisorientiert sind und hier nur auf langfristige Ziele konzentriert sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht sinnvoll, nur im Hier und Jetzt zu leben und überhaupt nicht an die Zukunft zu denken. Ein Quinkungs ist genau deshalb ein Spannungsaspekt, weil er hier zwei sehr gegensätzliche Zeichen miteinander verbindet und von daher auch zwei sehr unterschiedliche Bedürfnisse miteinander in Einklang bringen will. Und genau darum geht es, dass wir hier versuchen, ein Gleichgewicht zwischen den Zwillinge-Bedürfnissen und den Steinbock-Bedürfnissen herzustellen. Hier geht es darum, dass wir uns fragen, wann mehr tatsächlich mehr ist und wann weniger mehr sein kann, weil mehr hier nur zur Verschwendung, zur Verausgabung, zur Übersättigung führen würde. Hier geht es darum, uns zu fragen, wann etwas Kleines den ganz großen Unterschied ausmachen kann. Ich habe das gerade in diesen Tagen selbst erlebt. Ich habe schon seit Monaten immer wieder festgestellt, dass in der Adresszeile von meiner Webseite so ein kleines Icon war, was anzeigte, diese Webseite ist nicht sicher. Ich habe das aber gar nicht so ernst genommen, bis mir nun vor einigen Tagen ein Mitarbeiter meines Anbieters erklärt hat, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht auf meine Website kommen, wenn dieses Sicherheitszertifikat nicht aktiviert ist. Und hier geht es genau um dieses Beispiel, dass eine anscheinende Nebensächlichkeit eine ganz große Auswirkung haben kann.
Hier geht es darum, wann Multitasking wirklich angebracht ist, wann wir es uns erlauben können, großzügig über gewisse Dinge hinwegzusehen und wann es wichtig ist, die Dinge konzentriert und sorgfältig und Schritt für Schritt anzugehen. Hier geht es darum, dass wir die Dinge direkt ansprechen, wenn uns etwas schleierhaft erscheint. Die Zwillinge werden von Merkur, dem Kommunikationsplaneten, beherrscht. Wir befinden uns immer noch in einem Merkur-beherrschten Jahr. Kommunikation ist und war das ganze Jahr über also das A und O. Und von daher möchte der Vollmond in den Zwillingen uns auch nochmal klar machen, wie wichtig es ist, dass wir die Dinge direkt ansprechen. Und hier geht es natürlich nicht nur um etwas, was uns vielleicht nicht ganz koscher erscheint. Hier geht es um Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, Dinge, die uns wichtig sind, ja. Hier geht es darum, auf Widersprüchlichkeiten zu achten. In den Zwillingen geht es um Widersprüchlichkeiten. Hier geht es um Mixed Messages. Und auch in dem Fall sollten wir die Dinge natürlich direkt ansprechen. Hier geht es darum, darauf zu achten, ob unsere Worte mit unserem Verhalten übereinstimmen. Und natürlich auch bei anderen Menschen sollten wir darauf achten, ob das, was jemand sagt, mit dem übereinstimmt, wie diese Person sich uns gegenüber verhält. Hier geht es darum, darauf zu achten, ob jemand eventuell zwei Gesichter hat. Wir haben natürlich alle unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte und dementsprechend können andere auch ganz unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit zu sehen bekommen. Aber manchmal kann man es mit jemandem zu tun haben, der scheinbar wirklich zwei vollkommen unabhängig voneinander lebende Gesichter hat, also der zwei Seiten hat, die irgendwie überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen. Und das sollte uns eine große Warnung sein. Das sollte uns aufhorchen lassen. Ebenso sollte es ein großes Warnsignal für uns sein, wenn jemand uns nach kurzer Zeit große Liebeserklärungen macht, ja. Heutzutage gibt es ja diese Internet-Scammer, also Leute, die Menschen anschreiben und ihnen dann gleich nach kurzer Zeit ihre Liebe erklären und ihnen große Liebesschwüre leisten und ihnen hier dann auch mit Worten kommen wie: Du bist mein Seelengefährte, du bist der oder die Einzige für mich, auf dich habe ich nur gewartet. Und dann geht's aber schnell zur Sache und die Leute wollen dann Geld, ja? Und es muss ja nicht gleich sein, dass wir hier einem Internet-Scammer begegnen, aber hier sollte man darauf achten, ob die Dinge hier nicht etwas zu schnell gehen. Hier ist es wichtig, unsere eigene Wahrheit auszusprechen. Merkur, der Herrscher der Zwillinge, und die Sonne befinden sich im Schützen. Im Schützen geht es um unsere persönliche Wahrheit, um unsere persönliche Sicht der Dinge. Und mit Merkur im Schützen ist es ganz besonders wichtig, dass wir halt wirklich unsere Meinung sagen. Hier geht es darum, unsere Glaubenssätze zu hinterfragen. Im Schützen geht es um unsere Glaubenssätze. Und Merkur befindet sich hier, wie gesagt, im Schützen, in Harmonie zu Chiron, aber auch in Spannung zu Uranus im Stier. Von daher möchte diese Zeitqualität uns halt auch aufzeigen, dass es eine Sache ist, Glaubenssätze zu erkennen, dass es aber eine ganz andere Sache ist, tiefliegende Glaubenssätze halt auch wirklich zu verändern und dass man hier echt am Ball bleiben muss, ja.
Hier geht es darum, auf Zeichen der Erschöpfung, auf Zeichen der Überforderung zu achten. Neptun befindet sich hier, wie gesagt, in Spannung zur Sonne im Schützen und in Spannung zum Mond in den Zwilling. Neptun möchte uns immer darin unterstützen, die Seele baumeln zu lassen, uns Auszeiten zu gönnen, uns auszuklinken, uns zu erholen. Ja, von daher fragt euch bitte, ob ihr euch genug Schlaf gönnt, ob ihr euch genug Auszeiten gönnt. Hier geht es darum, zu versuchen, Menschen, Orte, Situationen zu meiden, die uns zu viel Energie kosten, die uns stressen. Mit der Spannung von Neptun können wir in diesen Wochen sehr sensibel sein. Hier können wir sehr dünnhäutig sein, sehr durchlässig sein. Von daher sollten wir hier halt auch darauf achten, wirklich sorgsam mit uns umzugehen. Hier sollten wir uns fragen, wann Hilfe wirklich hilfreich ist oder wann wir hier eventuell Gefahr laufen, in eine Co-Abhängigkeit zu geraten oder aber jemanden halt in einer unguten Lage immer wieder zu unterstützen und diesem Menschen dadurch überhaupt nicht zu helfen. Also ein extremes Beispiel wäre ein Drogenabhängiger, dem man immer wieder Geld gibt, der sich damit aber weiterhin seine Drogensucht finanziert. Ja? Hier geht es also darum, uns zu fragen, wann können wir wirklich helfen, wann wollen wir wirklich helfen und wann müssen wir vielleicht erstmal uns selbst helfen. Hier geht es darum, uns zu fragen, welche Gespräche uns wirklich gut tun, welche Gespräche uns weiterbringen, welche Gespräche uns wertvolle Informationen liefern und welche Gespräche uns vielleicht mit einem großen Fragezeichen zurücklassen, welche Gespräche uns vielleicht auslaugen, welche Gespräche uns halt nicht gut tun. Hier geht es darum, auch den Smalltalk wertzuschätzen. Die Zwillinge haben einen ganz direkten Bezug zu unserer Nachbarschaft und zu unserer näheren Umgebung. Und ich denke mal, viele von uns kennen das, dass man, wenn man einem Nachbarn begegnet, mal kurz ein Schwätzchen miteinander hält oder einen kurzen Plausch mit der Kellnerin im Lieblingscafé hält oder mit der Verkäuferin in dem Supermarkt, in dem man regelmäßig einkaufen geht. Von daher spielt Smalltalk in diesen Wochen eine große Rolle. Ja? Oder auch meinetwegen vielleicht auf einer Weihnachtsfeier kann es durchaus um Smalltalk gehen. Aber wann wollen wir uns wirklich auf einen Smalltalk einlassen und wann wollen wir unsere Zeit lieber anders nutzen? Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu ganz speziellen astrologischen Themen, die besonders für diejenigen von euch geeignet sind, die sich schon näher mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Ihr könnt gerne auf meine Website gehen und euch dort über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich auch einen ausführlichen Text zum Vollmond in den Zwillingen gepostet habe, in dem ich halt bestimmte Aspekte dieser Zeitqualität nochmal differenzierter beschreibe. Und wie immer freue ich mich auch selber über Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Und bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche uns allen einen erfolgreichen, schönen Vollmond in den Zwillingen. Bis bald, ciao!